Das Landschaftsbild in der Mittelzone des Bergischen Landes wird durch die ausgedehnte bäuerliche Nutzung bestimmt. Der auf die steileren Siefen und Talhänge zurückgedrängte Wald gehört meist zum Grundbesitz der Höfe in den weit gestreuten Weilersiedlungen. Der alte Kirchort Kürten zwischen Bergisch Gladbach am Übergang zur Rheinebene und am Rande des bergischen Industriegebiets liegt im Mittelpunkt einer naturnahen Region, die durch die Täler von Sülz, Olpebach und Dünn gegliedert ist. Neben dem Kirchturm aus romanischer Zeit geben die oft 200 bis 300 Jahre alten Fachwerkgebäude dem Ort das besondere Gepräge. Die aus gezimmerten Balkengerüsten errichteten Häuser mit ihren weißgetünchten Fachwerkfüllungen sind charakteristisch für die frühere Bauweise. Neben den neuzeitlichen Architektenbauten aus Mauerwerk konnte sie sich hier bis um 1930 halten. Das letzte, ganz in der alten Zimmermannstechnik errichtete Haus, das bereits städtische Formen zeigt, entstand 1912 in Linde, einem Ortsteil von Kürten. Für das Gefüge aus Eichenbalken, die Dachsparren, Fenster, Türen und Dielen wurden im Winter zuvor 150 Baumstämme von Hand aufgesägt. Der Zimmermann, der damals diese Arbeiten ausführte, gründete 1934 im Tal der Kürtener Sülz ein mit Wasserkraft angetriebenes Sägewerk. Da die Zimmerleute um diese Zeit beim Hausbau nur noch zur Errichtung der Dachstühle gefragt waren, verlegte man sich zunächst auf den Handel mit Schnitthölzern. Nach dem Krieg entwickelte sich hieraus, in Anlehnung an die alte Zimmermannstradition, ein Unternehmen für Fertighäuser. Mittelpunkt des Betriebs blieb bis heute das Sägewerk zum Zerschneiden des Rohholzes nach den erforderlichen Maßen. Die Baumstämme werden mit einer Laufkatze auf den Stammwagen befördert, der unmittelbar vor das Gatter gefahren werden kann. Als halbautomatisierte Einrichtung hat die Gattersäge die Funktion der alten Dielsäge übernommen, die von Hand betrieben wurde. Sie leistet in wenigen Stunden ein Pensum, wofür man früher die ganzen Wintermonate benötigte. Die bereitgelegten Stämme werden zwischen die Transportwalzen geschoben, die den Vortrieb selbsttätig übernehmen, der mit der Schnittgeschwindigkeit abgestimmt ist. Die Gattersäge ist hier so eingerichtet, dass das Kernholz für Balken und die Ränder für Bretter genutzt werden können. Man braucht die Stämme, die möglichst gerade gewachsen sein sollen, nicht eigens vorzurichten. Hinten und vorne wird die Führung von Fahrgestellen übernommen, die sich im Rhythmus des Sägeschnitts bewegen. Die Arbeiter im Sägewerk brauchen nur dafür zu sorgen, dass beim Ablauf keine Störung eintritt und dass die Stämme ohne Unterbrechung nacheinander eingeschoben werden.
Das fertig geschnittene Holz wird nach vorne herausgefahren und sortiert. Die Schwarten kommen zum Abfall und die Bretter, die für Schreinerarbeiten vorgesehen sind, werden zur Seite geräumt. Bevor man sie verwenden kann, müssen sie draußen an der Luft trocknen. Die Balken, die man im Sägewerk noch besäumen und nach Maß schneiden muss, werden mit der Laufkatze für den nächsten Arbeitsgang zurechtgelegt. Außer dem Gründer dieses Sägewerks gibt es in Kürten noch andere gelernte Zimmerleute, die die alten Handarbeitsverfahren beherrschen. Auf sie musste man auch noch nach Einrichtung des Gatters zurückgreifen, wenn schwere Baumstämme aus dem engen Siefen nicht abtransportiert werden konnten. Mithilfe der alten Zimmerleute war es möglich, hier noch einmal einen Schneideplatz nach früherer Art einzurichten. Dabei war man bestrebt, die heute schon fast in Vergessenheit geratenen Praktiken möglichst wirklichkeitsgetreu vorzuführen, damit sie zur Unterrichtung der Nachwelt aufgezeichnet werden konnten. Die erforderlichen Werkzeuge waren am Ort noch vorhanden. Lediglich für die Hilfsarbeiten mussten einige junge Leute angelernt werden. Dies ist die als Krau bezeichnete Stammkarre, die man zum Herbeischaffen der Baumstämme benötigt. Die beiden Fuhrleute haben das Spezialfahrzeug benutzt, bis man Trecker für den Holztransport einsetzte. Der bereitgelegte, 50 cm mächtige und 4,50 m lange Eichenstamm hat ein Gewicht von 10 bis 12 Zentnern. Ruhig, Hansi. Ruhig, Hansi. Zurück. Ja. No, los, man. Er ist das dann noch hier, man. Ja. Ja. Ohne Ketten von mir hier. No. So. Wird holen. So. Jo. Ja. Ist gut. So, jo, komm ein Pferd. Wenn die Krau mit ihrer gebogenen Achse über das Kopfende des Stamms geschoben und mit diesem verkettet ist, wird die hebelartig wirkende Deichsel im Pferdezug hinunterbewegt. Dann hängt der Eichbaum vorne frei zwischen den Rädern. Für die Fahrt muss er nochmals an der Deichsel festgebunden werden. So. Durch. Schwenge. Zurück, Handy. Moment, Jupp. Jetzt dran. Oh, jetzt komm. So. Gut. So. Bitte öffnet Werktisch jetzt zusammen. Ja, Jupp, mach. Beil hängen drin. Komm, Jan. Hui, Handy. Komm. Hui, hui. 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 Jawohl. Hui. Jawohl, prima. Da der Baumstamm mit seinem hinteren Ende über den Boden schleift, kommt man bei den Holzfahrten bergab ohne Bremseinrichtungen aus. Auf dem Schneideplatz, der auf einem leicht abfallenden, freigeholzten Waldhang eingerichtet wurde, ist die Arbeit in vollem Gange. So, jetzt Vorsicht. Jetzt fährt er runter. Jonte Knochen weg. Ja, komm mal das. Langsatz. Gut. Jetzt umsetzen. Jetzt.
Stopp, zurück. So, langsam. Die Baumstämme, die bereits herangefahren wurden, werden hier für die mehrstufige Bearbeitung zurechtgelegt. Der Fahrweg erreicht den Schneideplatz oben an seiner höchsten Stelle, sodass man die Stämme von Hand den Berg hinabbewegen kann. Wenn die Zugkraft des Pferdes auf dem ebenen Weg nicht ausreicht, kann man durch Anschieben der Räder vorwärts helfen. Drei Mann um. Anpacken! Ohne durchzuschlägen! Anpacken! Gut! Jawohl! 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 Der Stamm muss so weit vorgefahren werden, dass er genau in der Mittellinie des Schneideplatzes liegt. Da hier auf mehreren untereinander angeordneten Ebenen die Lager vorbereitet sind, braucht er bei der Bearbeitung nicht mehr seitlich verschoben zu werden. Die Holzfuhren im Winter wurden nach Möglichkeit bei hartgefrorenen Wegen ausgeführt. Zum Abhängen des Stammes braucht man die Deichsel nur aufzurichten und die Bindeketten zu lösen. So, runter mit der Kram. So. So. So, Leute. So, abwerf mal. Da seid ihr so ewig Zeit mit dem Ding geblieben. Ich denke mal, erst ein Schnaps. Ja. Das hat es in Jodi wieder machen. Wie es früher üblich war, wird die besondere Anstrengung mit einem Schluck aus der Branntweinflasche belohnt. Das war eine gute Idee, Emma. Hallo, schön. Das ist unser Abschluss. Komm her. Ja, ich schau. Immer langsam. Immer der Regen noch. Komm hin, Herr. Nicht der Schönheit noch. Los. So. Raum weg. Wenn die Krau nach vorne weggefahren ist, kann der Stamm vom Abladeplatz mit den Kanthaken auf den Schneideplatz hinabgerollt werden. Wo Bodenvertiefungen den Transport behindern, sucht man diese durch darübergelegte Hölzer zu überbrücken. Hühnerauchen weg! Jetzt! Weiter! Und jetzt nochmal! Moment! Vorsicht! Hier, dass wir hier selbst über den Stumpf kommen. Nur mit Moment. Der Ruhe. So. Wie langsam wir sind. So, hier das Ding. Gut. Gut. Jetzt. Und. So viel. Und. Vorsicht, Knochen weg. So. Ja. So. Gut. Klar. Richtig gut. Herr Kammer. Alter. Die Krau, die inzwischen gewendet hat, kann für eine neue Fahrt eingesetzt werden. Wir zwei müssen mal eben anfangen, müssen den Stamm etwas nachrücken, der liegt. Auf dem Hang des Schneideplatzes liegen nun fünf gleich lange Eichenstämme bereit. Am unteren Rand wird einer von ihnen auf das vorbereitete Lager gebracht. Das andere können wir allein, ihr könnt doch wieder gut. Wir rücken den hier etwas nach, damit wir nicht so dicht hier dran sind. So, ein bisschen rücken. So, ein bisschen. Gut. So. Als Unterlage dienen zwei waagerechte Querhölzer. Damit der Stamm auf diesen Rundhölzern festliegt, werden an den betreffenden Stellen die Lager gehauen. Jetzt können wir auf Lager legen. Moment, die Kanthaken wirken mit ihrer gebogenen Klaue wie Hebel. Wenn der rohe Stamm auf das Lager gebracht ist, wird er mit Klammerhaken festgelegt. Für das Dielsägen muss er an zwei Seiten so behauen werden, wie der Stamm auf dem Lager unterhalb.
Mit der Richtlatte wird zunächst die nutzbare Dicke festgestellt. Breite Messen. 24 cm. 24 ist zu viel. Müssen wir auf 22 gehen. Gut. 22. Gut. Etwas rein. Gut. So. Nach dem ermittelten Maß kennzeichnet man jetzt auf der ersten Seite schon die Kante. Bei Baumstämmen, die nicht schnurgerade gewachsen sind, gibt es verhältnismäßig viel Abfall. Der Mangel an geeignetem Eichenholz war früher oft so groß, dass man keine Auswahl treffen konnte. So. Andere Seite. Rum. 22 cm. 22. So. Jetzt rum. Bis zu den gekennzeichneten Seitenkanten müssen die überstehenden Partien zunächst mit der Axt entfernt werden. An den Enden lässt sich das frische Holz verhältnismäßig leicht herunterhauen. Dabei bleibt man ungefähr einen Zentimeter von der vorgezeichneten Linie entfernt. Um in der mittleren Partie die Arbeit zu erleichtern, werden zunächst senkrechte Kerben in Abständen von etwa 50 cm in die Flanken eingetieft. Durch den hellen Splint reichen sie in den dunkleren Kern. Dadurch werden die zähen Holzfasern in regelmäßigen Abständen unterbrochen. Wenn man jetzt die stehen gebliebenen Backen mit der Axt bearbeitet, lassen sie sich verhältnismäßig leicht herunterschlagen. Auf diese Weise ergibt sich auch am dickeren Wurzelende des Stammes eine zunächst noch sehr grobe Fläche. Wenn die eisernen Klammern stören, werden sie auf die andere Seite umgesetzt. Bei dem Stamm auf dem nächst tieferen Lager hat man schon mit der Feinbearbeitung der beiden Seitenflächen begonnen. Auch hiermit sind zwei Personen beschäftigt. Die hervorstehenden Teile werden mit der Axt bis nah an die Markierung heran beigehauen. Dies erfordert Schlagsicherheit und ein gutes Augenmaß. Zur eigentlichen Kunst der Zimmermannsarbeit gehört der Umgang mit dem Beschlagbeil, das hier als Flatschbeil bezeichnet wird. Mit der messerscharfen, 22 cm breiten Schneide wird die grob angelegte Fläche haargenau zugerichtet.
Wenn erfahrene Zimmerleute am Werk sind, ist der Beilstrich so glatt wie gehobelt. 12-kantige Mühlradachsen, bei denen es auf äußerste Genauigkeit ankam, wurden auf die gleiche Weise bearbeitet. Mit den Schlägen, die oben dicht an der Markierungslinie ansetzen, kann man millimeterdünne Späne herunterschälen. Der kurze Stiel des Zimmermannsbeils ist seitlich so gekröpft, dass die Klinge parallel zur Fläche geführt werden kann, ohne dass die Hände den Stamm berühren. Wenn beide Seiten auf diese Weise geglättet sind, kann man den Eichenstamm für die Sägearbeiten abschnüren. Hierzu muss er auf seinem Haulager umgelegt werden. So, der liegt schlecht. Oh, muss er etwas nach hier. Muss er etwas nach da. Moment. Ho! Moment. Ho! 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 Gut, nicht gut. Die Schwärze zum Einfärben der Schnur rührte man sich früher aus Ofenruß und Leinöl zusammen. Hier hat man handelsfertige Ölfarbe genommen. So, hier die Mitte. Nach den Markierungen, die von der Mitte des Stammes aus eingemessen werden, sollen die Linien für die Sägeschnitte angezeichnet werden. So. Und hier. Gut. So. So, jetzt. Schnur auf dem Strich. In der Mitte. Mittelstrich. Mittelstrich, da auch. Jawohl. Klar, anziehen. Jawohl. Klar? Ja. Genau senkrecht. So. Durch den Schnurschlag mit der geschwärzten, von Kopf zu Kopf stramm gespannten Schnur, kann man die Linien schnurgerade auftragen. Nächste. Anziehen. Ja. So, klar. Gut. Und weg damit. Wenn die Endpunkte mit dem Lot auf die Unterkante übertragen und anschließend für den Sägeeinsatz auf der Stirnseite durch Linien verbunden sind, wird der Stamm zum Abschnüren der Unterseite gewendet. Dann ist er so weit vorbereitet, dass er auf den Säge- oder Schnickbock gebracht werden kann. So, jetzt ganz hoch zurück. Oh. Die Zimmermannsarbeiten im Wald während der Wintermonate begannen beim Hellwerden am Morgen und zogen sich bis zum Beginn der Dunkelheit hin. Es war üblich, dass man einmal am Tag für eine warme Mahlzeit sorgte. Wenn das Holz auf der Baustelle zurechtgeschnitten wurde, übernahm meist der Bauherr die Beköstigung. So, da steht ja noch ein Ei zum Schluss. Was für ein Anfang. Ja. Ja, ich hab das. Oh, der Sägebock ist am unteren Rand des Schneideplatzes errichtet. Er besteht aus einem starken, übermannshohen Pfosten, der in den Boden eingelassen und von zwei Seitenstreben abgestützt ist. Die Enden sind oben zusammengeklammert und tragen ein zweiseitig abgeflachtes, schräg aufgelegtes Längsholz.
Die Dielsäge liegt auf einem Stoß geschnittener Dielen bereit. Mit dem aufgesetzten Griff am unteren verjüngten Ende und der fest angeschraubten Handhabe oben kann das 1,90 Meter lange, ungespannte Sägeblatt betätigt werden. Der auf dem Stützpfosten des Schnickbocks befestigte Stamm reicht nach hinten bis an das unterste Haulager am Hang. Zum Sägen müssen die behauenen Eichenstämme auf den Bock aufgebracht werden. Dabei wirken alle fünf Helfer mit. In der Mitte. So. So, eine, zwei und da zwei. Komm ein bisschen nach hier. So, jetzt aber gleichmäßig. Zu, back, bau. Und weg. Vorsicht. Vorsicht. So, so. Hau. Jetzt. Halt. Nicht zu viel. So. Mit schaukelnden Bewegungen kann man den schweren Stamm Stück für Stück auf das rampenartig ansteigende Längsholz des Bockes hinauf befördern. Bist du mit? Jetzt, hau! Jawohl! Etwas mehr. Und nochmal! Vorsicht! So, nun stopp. So, das sollen wir mal schieben. Schieben wir so, okay. Gemeinsam ran. Jetzt. Oh. So. Oh. 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 Wenn er bis an das Ende herangeschoben ist, wird er in die Längsrichtung geschwenkt, hinten angehoben und mit Hilfe einer untergelegten Brechstange vorwärts gerollt. Jetzt stopp. Vorsicht. Nur mit der Ruhe. Nichts, Der behauene Eichenstamm liegt richtig, wenn er bis zur Hälfte über den Sägebock hinausragt. Anheben. Damit er kein Übergewicht bekommt, wird er hinten auf dem Bock angekettet. Mit untergelegten Hölzern und den dazwischen eingetriebenen Keilen muss der Stamm nun ausgerichtet werden. Linke Sick ankielen. Gut. Immer noch mit. Gut. Noch jetzt. No. Immer noch. Langsam, langsam werden. Noch leicht, sachte, sachte noch ein paar. No. Und noch eine Idee. Klein bisschen, noch klein bisschen. Oh, gut. Wenn er nicht genau waagerecht liegt, ist es nicht möglich, die Sägeschnitte akkurat zu führen. So, die Richtung stimmt noch. Ja. So. Gut. Ist gut hier. Ja? So, du siehst schon. Der Obermann, der vom Bock aus die Säge betätigt, begibt sich an seinen Platz. Wenn der Helfer ihm von unten den Griff der Säge heraufgereicht hat, kann die Arbeit beginnen. Ganz klar. Ganz klar. Bis die Säge im Schnitt Führung gewinnt, muss sie sehr behutsam betätigt werden. Wenn sich das Blatt in voller Breite in das Holz hineingefressen hat, werden die Bewegungen fließender. Thank you.
Der erste Schnitt wird in der Stammmitte angesetzt, weil sich das Holz hierbei zur Hälfte aufspaltet und seine Spannung verliert. Wenn das Ende vor dem Kopfstück des Bockes erreicht ist, wird zum nächsten Schnitt angesetzt. Bei den ersten Sägezügen gibt der Obermann dem Blatt mit der Spitze des vorgestellten Schuhes eine provisorische Führung. Da die Dielsäge so eingerichtet ist, dass sie nur bei den Abwärtsbewegungen schneidet, muss sie beim Anheben lediglich neu in Position gebracht werden. Für den Untermann, der einen festen Stand braucht, hat man den Platz unterhalb des Bockes geebnet. Für den Hausbau nahm man früher ausschließlich Eichenholz. Während die Arbeiten an den Haulagern des Schneideplatzes mit verhältnismäßig geringem Zeitaufwand vonstatten gehen, ist das Aufsägen eine sehr langwierige Tätigkeit. Die besten Eichenstämme wurden früher nach Möglichkeit zu 2 Zoll starken Dielen zerschnitten, die man hauptsächlich für Türen, Fenster und Bodenbelag brauchte. Ganz gut. Gut. Für das Zerteilen eines 70 bis 80 cm dicken Eichenstamms rechnete man früher 3 bis 4 Wochen. Zum Einschneiden der 20 bis 30 Festmeter Holz, die zur Errichtung eines zweistöckigen Fachwerkhauses benötigt wurden, brauchte man gut 3 Monate. Jüngere Eichenstämme von geringerer Stärke zerschnitt man meist zu Balken und Pfosten. Sie hielten in der Regel 5 mal 5 Zoll. Nach Möglichkeit sorgte man dafür, dass sich aus dem Querschnitt eines Stammes 4 solche Kanthölzer ergaben. An den Außenseiten blieben sie oft baumkantig. Wenn solche schmalen Stämme auf den Bock kamen, blieb für den Obermann kaum 26 cm Stand. Um das Gleichgewicht halten zu können, musste er schwindelfrei und gelenkig sein. Der aufgebockte Stamm ist inzwischen in langdauernder Arbeit mit 7 Schnitten aufgesägt, die vorerst nur bis zur Hälfte geführt sind. Um die Spalten zur leichteren Führung der Dielsäge offen zu halten, wurden an der Stirnseite Holzkeile eingesetzt. So, die Säge raus. So, die Säge raus und dann können wir herkommen. Wenn der letzte Schnitt das Kopfende des Bocks erreicht hat, muss das andere Ende des Stammes nach vorne gedreht werden. Zunächst werden hinten die Bindekette und die Verkeilung gelöst, so dass man das Ganze auf der eisernen Brechstange zurückrollen und im Kreis wenden kann. So,
Das Keil. Jetzt einricht. Brech dann weg. Jetzt Keil. Schnell weg, dann weg. Keil runter. Wenn der Stamm hinten neu befestigt ist, liegt er für den zweiten Sägegang bereit. Fertig. So, so. Ist fest weg. Klammer weg. Zuvor müssen die Sägezähne neu geschärft werden. Mit der Trummsäge hat man in einem der behauenen Eichenstämme einen senkrechten Schnitt angebracht, in den man die Dielsäge mit dem Sägerücken einsetzen und festkeilen kann. So, noch etwas durch. Alles genug. Das reicht. Moment, der ist noch fest. Reicht. So. Also, schön fest. Ja. So. Zum Anschärfen benutzt man eine breitflächige Sägefeile. Mit ihr werden die Zähne an ihren Vorder- und Hinterkanten kräftig abgerieben, sodass sie saubere, schnittfähige Grate bekommen. Die Zähne sind abwechselnd nach links und nach rechts, um jeweils 3 mm geschränkt, das heißt nach auswärts gebogen. Bei der Blattstärke von 2,6 mm ergibt sich dadurch eine Schnittbreite von 3,2 mm, die der Säge beim Hin- und Herfahren im Schnitt genügend Luft lässt. Voraussetzung hierfür ist, dass die Zähne in ihrer Abfolge sowohl rechts als auch links schneiden. So, müssen wir umsetzen. Ja. Moment. Geiler los. So, jetzt anheben. Ja, Moment. Besser durchschieben. So. Jawohl. Moment. So. So. So reicht. Kann jetzt. Ja, so geht's. So geht's. Reicht, vollkommen. Beim ersten Durchgang, bei dem man nur die Rechtsschärfe anlegt, wird infolgedessen jeder zweite Sägezahn übersprungen. So, müssen wir umsetzen. Ja. So, das so. Reicht. So, das reicht. Moment, vollkommen. So. Wenn im zweiten Durchgang die Schneidekanten der links geschränkten Zähne nachgezogen werden sollen, muss man die Säge herumdrehen. Dann kann man die vorher ausgelassenen Zähne auf die gleiche Weise bearbeiten. Da noch genügend Schränkung vorhanden ist, braucht man die Zähne diesmal nicht mit dem hakenartigen Setzeisen auseinanderzubiegen.
Eine gut in Schuss gehaltene und in regelmäßigen Abständen nachgeschärfte Dielsäge kann die Arbeit auf dem Schnickbock ganz erheblich erleichtern. Dies gilt ähnlich auch für die übrigen Zimmermannswerkzeuge. So, jetzt umsetzen. So, jetzt weiter. Ja. Hier unten, das ist nicht. Ja. Ein bisschen durch. So, komm her. Wenn man die als Joch bezeichnete Handhabe mit dem keilartigen Klemmstift auf dem Rücken am unteren Ende der Dielsäge neu befestigt hat, ist sie wieder einsatzbereit. Nun kann die zweite Hälfte des Stamms aufgeschnitten werden. So, nehmen wir den. Ja. Gerade, gerade, was ganz gerade, gerade. Gerade ran an den Ball. Bei der Arbeitsleistung kommt es ganz entscheidend auch auf das gute Zusammenspiel von Ober- und Untermann an. Da die Säge nur auf Zug, also beim Niederfahren schneidet, wird sie beim Heraufziehen geringfügig vom stehenden Holz abgehoben. Dadurch ergibt sich eine langgezogene, kreisende Bewegung, die Kräfte spart. Der Untermann setzt beim Abwärtsziehen in rhythmischem Bewegungsfluss den ganzen Körper ein. Ebenso der Obermann, der den Griff weit über Kopfhöhe hinausführt. Gut zusammenwirkende Dielsäger erreichten 1934 einen Stundenlohn von 70 Pfennigen. Um 1910 lag der Tagelohn bei einem Taler. Um diese Zeit waren die Zimmermeister im Bergischen Land zugleich auch Baumeister. Aus ihrer Erfahrung mit Statik und Konstruktion des Fachwerks entwarfen sie Grundriss und Wandgefüge nach Gebinden. Sie stellten die Holzliste zusammen und sorgten für den Zuschnitt der Schwellen, Rämen, Pfosten, Streben, Balken, Sparren und vielen. Wenn die Bauherren das benötigte Eichenholz aus dem eigenen Wald stellten, wie es früher häufig vorkam, wurden die Schneidearbeiten für Lohn ausgeführt. Die Dielen eines Eichenstammes, der schon vorher zerschnitten war, werden hier neben dem Sägebock weggeräumt. Man legt sie sorgfältig zusammen, wie sie ursprünglich gesessen haben. Zwischengelegte Lättchen sorgen dafür, dass die Luft durchstreichen kann. Wer es sich leisten konnte, ließ das geschnittene Holz auf diese Weise 2 bis 3 Jahre lang lagern und trocknen. Durch lange Lagerung steigerten sich Haltbarkeit und Qualität. Up.
Wenn man beim Abschnüren der behauenen Stämme sorgfältig verfahren hat, müssen die am zweiten Ende angesetzten Schnitte mit den Schnitten auf der ersten Hälfte in einer Linie zusammenstoßen. Damit der Stamm nicht vorzeitig auseinanderfällt, werden die Sägeschnitte vorerst noch nicht ganz durchgelegt. Man lässt in der Mitte einige Zentimeter stehen, die für den Zusammenhalt sorgen. Erst wenn der Stamm am offenen Kopf, wo man die Schnittkeilchen entfernt, mit der Kette gebunden und stramm gezogen ist, kann er in der Mitte durchgesägt werden. Da es nun wegen der Bindekette nicht mehr möglich ist, das Sägeblatt rückwärts aus den Schnitten herauszunehmen, muss man unten den Handgriff entfernen, sodass man es nach oben herausziehen kann. Die Säge kann so zum Durchtrennen in den nächsten Schneidespalt eingeführt werden. So. So. Hopp, Griff dran. Fertig. So. So, gut, gut. Da man oben schärfer auf die Mitte zuhalten kann als unten, gehen hier die Schnitte ineinander über. An der Unterseite, wo der Bock hindert, bleibt eine kleine winklige Fläche ungeschnitten, die man Seele nennt. So, schon? Ja. Beim Zusammenführen der Sägeschnitte in der Stammmitte erweist sich der Vorteil des abnehmbaren Jochs, das unverrückbar fest aufgeklemmt werden kann. Mit großen Keilen, die man am anderen Ende zwischen Kette und Holz eintreibt, wird auch hier der nun fast fertig aufgesägte Stamm fest zusammengeschnürt. Dies ist erforderlich, damit die Dielen beim Abwerfen vom Sägebock keinen Schaden nehmen. So, ich bin durch. So? Ja. So, Gott sei Dank, das saure Stück zu Ende. Gott sei Dank. So, weg. Säge raus und das Ding vom Bock weg. Gibt's her. So. Und Runge. Da haben wir noch einen.
Halt ihn fest. So, halt ihn fest unten. Ja. Ja. So, jetzt festhalten. So, nur die Kette raus. Wenn die Verbindung zum Bock gelöst ist, braucht der zerlegte Eichenstamm nur noch heruntergestoßen zu werden. Aber gleichzeitig. Heide gibt Kommando. Eins, zwei. Ho! Ho! Genau, richtig. Wunderbar. Ja. Da konnte er nicht auseinander. Nein, da konnte er nicht. Alles nicht drin. Ketten lösen. Ketten lösen. Alles weg. So, jetzt klappen wir auseinander. So. Die nächste bitte. Feste, jetzt, feste. Jetzt, feste. Nochmal. Beim Auseinandernehmen zeigt sich, dass die Seelchen zwischen einigen Dielen noch fest zusammenhalten. Sie müssen mit dem Brecheisen auseinandergerissen werden. An den winklig schmalen, rauen Flächen kann der Kundige bei alten Fachwerkhäusern erkennen, ob die Hölzer mit der Dielsäge auf dem Bock geschnitten sind. Auf dem Schneideplatz, wo man den nächsten Eichenstamm inzwischen schnittfertig behauen, auf das unterste Lager gebracht hat, kann man diesen nun auf den Bock vorrollen. Im Vergleich mit der Maschinenarbeit der Gattersäge wird deutlich, was die Zimmerleute im Bergischen Land früher geleistet haben.